Frage ist halt, in welchem Ausmaß das der Fall ist. Ist es so? Ja, warum bin ich überhaupt hierher gekommen? Also es sind eigentlich die gleichen Gründe, warum ich schon für den Master hierher gekommen bin. Es ist zum einen, dass diese Uni ist etwas ganz Besonderes. Das Betreuungsverhältnis ist sehr gut. Man hat einen direkten Draht zu den Professoren. Also man hat sehr kleine Kurse, teilweise mit nur 10 Studenten. Das heißt, es ist sehr interaktiv. Man hat Diskussionen auch zu aktuellen Themen. Man kann auch teilweise den Inhalt der Lehrveranstaltung selber mitbestimmen. Eben dadurch, dass es so kleine Gruppen sind, sind die Dozenten auch gewillt, den Inhalt an aktuelle Themen anzupassen. Die interdisziplinären Seminare finde ich auch sehr bereichernd, da dort auch Doktoranden aus anderen Disziplinen sitzen. Es ist halt ganz interessant zu sehen, wie eben Fachfremde das eigene Thema quasi sehen. Also das kann dann auch helfen, eben nochmal unterschiedliche Aspekte des Themas zu beleuchten. Meine Beweggründe, die waren vor allen Dingen zwei wesentliche. Das eine ist der inhaltliche Bereich, das andere der Raum, der hier einfach sehr, sehr toll ist. Ich habe vorher schon Geschichte studiert in meinem Bachelorstudium und bin auf der Suche nach einem Masterstudium gewesen, als der Master Europäische Geschichte ziemlich genau das abgedeckt hat, was ich inhaltlich gesucht habe, um dann eben das gleich noch mit dem Raum zu verbinden. In Budapest ungarische bzw. mitteleuropäische Geschichte studieren war sehr optimal. Und im Anschluss an den Master hat sich die Frage gestellt, was ich danach tue. Und die Promotion war eine gute Alternative, die hier im Rahmen des Doktoratskollegs der mitteleuropäischen Studien auch dem Doktoranden sehr, sehr viele Möglichkeiten bietet, sich thematisch zu orientieren und dann auch natürlich das Stipendium finanziell unterstützt wird. Man wird sehr gut in die Lage versetzt, international auch aufzutreten, sein Thema zu präsentieren und gut betreut weiterzuentwickeln. Ich habe schon früher an der Andrassy Universität studiert und damals habe ich die beste Erfahrung gemacht. Da ich habe so viele super Professoren getroffen und Menschen aus vielen Ländern, und Budapest ist eine super Stadt zu wohnen. Und ich habe immer gedacht, dass es wäre gut, wieder zurück nach Andrassy Familie zu kehren. Ich erwarte wieder dieses Familiengefühl zu haben an der Andrassy Universität, wo es gibt immer einen Kontakt zwischen Professoren und Studenten und man fühlt sich immer willkommen und das ist einfach ein super Gefühl, da zu studieren. In der Doktorschule ist die Atmosphäre sehr unterstützend und fördernd. Es gibt verschiedene Spezialisationen. Ich bin in der interdisziplinären Doktorschule für Geschichte. Und es gibt eine Werkstattatmosphäre in erster Linie, deswegen, weil es nicht viele Leute gibt in dieser Gruppe, die dann miteinander helfen können und einander unterstützen können.